Wir wollen uns heute einmal mit den jährlichen Festtagen Gottes auseinandersetzen und uns Argumente anhören, die immer wieder vorgebracht werden, um uns zu zeigen, angeblich, dass die Festtage heute nicht mehr gültig sind. Da wird zum Beispiel gesagt, dass die heiligen Festtage, ich spreche von den jährlichen Festtagen Gottes, und es gibt 7 davon, heute nicht mehr gültig seien, weil sie ja angeblich Teil des Gesetzes Moses seien, das damals Mose den Israeliten gab, ein rituelles Gesetz, wie sie sagen. Und mit dem Tod Jesu Christi sind diese Gebote dann abgeschafft worden, inklusive die jährlichen Festtage. Nun, wie verhält es sich mit diesem Argument? Zunächst einmal ist die Idee, dass die jährlichen Festtage erst in Erscheinung traten, als Mose sie ihnen gab, den Israeliten gab, verkehrt. Denn wie wir jetzt sehen werden, gab es die jährlichen Festtage bereits schon vor dem Berg Sinai, wo Gott den Israeliten erschien. Wir lesen zum Beispiel im 2. Buch Mose Kapitel 12 über das Passa. 2. Mose Kapitel 12 und wir lesen in Vers 6, wann das Passa eingesetzt worden ist. Und das Passa ist bereits schon in Ägypten eingesetzt worden, als Israel nach wie vor in ägyptischer Sklaverei war. Und wir lesen in 2. Mose 12 und Vers 6, dass das Passalamm verwahrt werden sollte bis zum 14. Tage des Monats. Und da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Oder wie es auch heißen sollte, zwischen den beiden Abenden. Wenn es also anfängt dunkel zu werden und bis es dann ganz dunkel ist. Und dann heißt es auch in Vers 11, so sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben. Und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Also wir sehen hier, dass das Passa bereits in Ägypten eingesetzt wurde, noch bevor überhaupt die Israeliten Ägypten verließen. Wir lesen das gleiche über die Tage der ungesäuerten Brote. Da heißt es nämlich auch hier, dass die Tage der ungesäuerten Brote bereits in Ägypten eingesetzt worden sind. Also noch bevor Gott den Israeliten auf dem Berge Sinai erschien. In 1. oder im 2. Buch Mose Kapitel 12 lesen wir die Verse 15 und 16. 2. Mose Kapitel 12, die Verse 15 und 16. Auch hier heißt es, 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauertag aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tage an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein und am 7. soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun, nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten. Also dies ist ein Gebot, das bereits den Israeliten gegeben wurde, lange bevor sie zu dem Berg Sinai kamen. Wir lesen noch eine weitere Vorschrift in 2. Buch Mose Kapitel 13, die Verse 7 bis 10. 2. Mose Kapitel 13, die Verse 7 bis 10. Du sollst 7 Tage ungesäuertes Brot essen, dass bei dir weder Sauerteig noch gesäuertes Brot gesehen werde an allen deinen Orten. Ihr sollt euren Söhnen sagen an demselben Tage, das halten wir um dessen Willen, was uns der Herr getan hat, als wir aus Ägypten zogen. Darum soll es dir wie, und achten Sie jetzt darauf, ein Zeichen sein. Also die Tage der ungesäuerten Brote, ein Zeichen auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des Herrn Gesetz in deinem Munde sei. Also schauen wir, als hier die Tage der ungesäuerten Brote eingeführt wurden, gab es bereits schon das Gesetz Gottes. Denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Und es heißt, darum halte diese Ordnung Jahr für Jahr zu ihrer Zeit. Also auch hier sehen wir, dass die Tage der ungesäuerten Brote bereits im Zeitpunkt eingeführt wurden, als Israel noch in Ägypten war. Also das Argument, dass sie Teil wurden des Gesetzes Moses und dass als das Gesetz Moses, das rituale Opfergesetz, abgeschafft wurde, damit auch die jährlichen Festtage abgeschafft worden sind, stimmt aus diesem Grunde bereits schon nicht. Aber wir lesen noch etwas über ein Zeichen. Schauen wir uns einmal in 2. Buch Mose, Kapitel 31, die Verse 16 und 17 an. Wir lasen gerade, dass die Tage der ungesäuerten Brote ein Zeichen sind zwischen Gott und den Menschen, die die Tage halten. Das gleiche gilt für den wöchentlichen Sabbat. Auch der wöchentliche Sabbat ist ein Zeichen. Wir lesen dies in 2. Buch Mose, Kapitel 31, die Verse 16 und 17. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund.
Nun, wir sind heute geistliche Israeliten. Wenn wir getauft worden sind, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben, gelten wir als geistliche Juden, als geistliche Israeliten. Von daher haben auch wir die Verpflichtung, den Sabbat zu halten. Und so heißt es hier, der soll gehalten werden, auch bei den Nachkommen, als ewiger Bund. Vers 17, er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tage ruhte er und erquickte sich. Der Sabbat, der wöchentliche Sabbat, ist ein Zeichen, dass wir Gott angehören, dass Gott uns geheiligt hat. Aber so sind auch die ewigen Tage der ungesäuerten Brote ein ewiges Zeichen. Ich sage die ewigen Tage der ungesäuerten Brote, weil sie eben auch für ewig gelten. Solange wie es Menschen gibt, sollen diese Tage gehalten werden, wie auch der Sabbat. Beide sind also ein Zeichen, wie wir noch später dies sehen werden. Einige sagen, ja, aber die Tage der ungesäuerten Brote, die heiligen jährlichen Festtage, die waren Teil des Opfersystems. Und als das Opfersystem abgeschafft wurde, da wurden damit auch die jährlichen Festtage abgeschafft. Sie sagen, an den jährlichen Festtagen wurden ja Opfer gegeben. Das hängt also alles miteinander zusammen. Eine große christliche Organisation lehrt dies. Die lehren zwar, dass man den Sabbat halten muss, aber die lehren auch, dass die jährlichen Festtage nicht mehr gehalten werden brauchen, weil angeblich die jährlichen Festtage Teil des Opfersystems waren. Das Problem ist nur, dass zunächst einmal Opfer auch am Sabbat gehalten oder gegeben worden sind. Und so dann lesen wir eindeutig, dass die jährlichen Festtage nichts zu tun hatten mit dem Opfersystem. Die waren total unabhängig voneinander. Lesen wir dies in Jeremia Kapitel 7. Also auch dieses Argument, dass die jährlichen Festtage mit dem jährlichen Opfersystem zusammenhingen und von daher abgeschafft wurden, als das Opfersystem abgeschafft wurde, auch dieses Argument ist nicht stichhaltig. Jeremia Kapitel 7, die Verse 22 und 23. Jeremia Kapitel 7, die Verse 22 und 23. Und wir hatten gesehen, dass die Tage der ungesäuerten Brote zum Beispiel bereits in Ägypten eingesetzt worden sind. Und hier heißt es nun, ich habe aber euren Vätern an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland führte, nichts gesagt noch geboten von Brandopfern und Schlachtopfern. Das System gab es noch gar nicht. Das wurde erst viel später eingeführt unter Mose, nach dem Berge Sinai, ein Jahr später, als Gott die 10 Gebote gegeben hat, oder vielmehr erneut erklärt hat. Also er sagt hier, als ich sie aus Ägyptenland führte, habe ich denen nichts gesagt von Opfern, sondern, Vers 23, dies habe ich ihnen geboten. Gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohl gehe. Also auch hier sehen wir, dass die Idee, dass die jährlichen Festtage mit dem Opfergesetz unabänderlich zusammenhängen, verkehrt ist, falsch ist. Diejenigen, die die jährlichen Festtage nicht halten wollen, haben keinerlei Grundlage für ihre Auffassung. Schauen Sie, der wöchentliche Sabbat und die jährlichen Festtage stehen und fallen zusammen. Sie können die nicht trennen. Sie können nicht sagen, ja, wir halten den jährlichen Sabbat oder vielmehr den wöchentlichen Sabbat, aber wir brauchen die jährlichen Festtage nicht zu halten. Eines und das andere gehören zusammen. Wir lesen im 3. Buch Mose, im 23. Kapitel, 3. Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 1 und 2. 3. Mose 23, die Verse 1 und 2. Der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn. 3. Mose 23, Vers 2. Dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Dies sind meine Feste. Und dann fängt er an, zunächst einmal über den wöchentlichen Sabbat zu sprechen. Und dann spricht er über die jährlichen Festtage. In Vers 3 wird der wöchentliche Sabbat genannt, auch ein Fest des Herrn, eine heilige Versammlung. Aber dann wird zum Beispiel das Passa und der erste und der letzte Tag der ungesäuerten Brote beschrieben in den Versen 4 bis 8. Dann wird Pfingsten beschrieben in Vers 21. Dann wird das Posaunenfest beschrieben in Vers 24. Der Versöhnungstag in den Versen 27 und 32. Das Laubhüttenfest in den Versen 34 und 35. Und letztlich der achte oder letzte große Tag in den Versen 36 bis 39. Alles dies sind die Feste des Herrn. Also wer jetzt behaupten will, man muss den Sabbat zwar halten, aber man braucht die anderen Feste
des Herrn nicht zu halten, der begeht da einen logischen Denkfehler. Entweder es sind alles die Feste des Herrn, die alle gehalten werden müssen, oder nichts braucht gehalten zu werden. Aber wie wir wissen, sollen natürlich die Feste des Herrn alle zusammen gehalten werden. Schauen wir uns auch einmal 3. Mose 23 und Vers 24 an. 3. Mose 23 und Vers 24. Denn die jährlichen Festtage werden ebenfalls Sabbate genannt. Nicht nur der wöchentliche Sabbat ist ein Sabbat, alle jährlichen Festtage, die heiligen Festtage, sind ebenfalls Sabbate. Und so lesen wir hier in 3. Mose 23 und Vers 24, zunächst einmal in der unglücklichen Luther-Übersetzung: Sage zu den Israeliten, am ersten Tage des siebenten Monats sollt ihr Ruhetag halten, mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Aber das Wort Ruhetag im Hebräischen heißt Sabbat. Also wörtlich übersetzt steht hier, am ersten Tage des siebenten Monats sollt ihr den Sabbat halten, mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Aber die Bezugnahme ist das Posaunenfest, ein jährlicher Festtag. Und so haben wir eine weitere Stelle in 3. Mose 23 und Vers 27. Da heißt es, am zehnten Tage in diesem siebenten Monat ist der Versöhnungstag. Und da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen. Aber jetzt Vers 32, und hier wird interessanterweise auch von Luther korrekt übersetzt: Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein. Und ihr sollt fasten. Am neunten Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten. Auch hier heißt es wieder Sabbat im Hebräischen. Vom Abend an bis wieder zum Abend. Also hier sehen wir, dass der Versöhnungstag sogar auch bei Luther mit Sabbat identifiziert wird. Und in jedem Falle, wenn Sie hier diese Stelle in 3. Mose 23 lesen, wo das Wort Ruhetag gebraucht wird bei Luther, steht im Hebräischen das Wort Sabbat. Alle diese Festtage, diese jährlichen Festtage, werden klar und deutlich Sabbat genannt. Im Hebräischen heißt es hier wörtlich Shabbaton. Und das bedeutet eine Sabbatruhe. Die Young's Analytical Concordance to the Bible erklärt dies deutlich. Ein drittes Beispiel findet sich in 3. Mose 23 und in Vers 39. 3. Mose 23 und Vers 39. Da heißt es, am 15. Tage des siebenten Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Es geht hier um das Laubhüttenfest. Am ersten Tage ist Ruhetag, aber im Hebräischen heißt es, am ersten Tage ist Sabbat. Und am achten Tage, der letzte große Tag, ist auch Ruhetag, ist auch ein Sabbat. Also die jährlichen Festtage werden Sabbate genannt, wie der wöchentliche Festtag ein Sabbat genannt wird. Und so sehen wir, dass sowohl der wöchentliche als auch die jährlichen Festtage Hand in Hand gehen. Das ist wichtig zu verstehen, wenn wir uns jetzt Johannes 19 und Vers 31 im Neuen Testament anschauen. Gerade gestern noch habe ich über Internet einen Artikel gefunden, der, ich glaube, in The Telegraph im Englischen gebracht wurde, wo jemand erkannt hatte, dass Christus nicht am Freitag gekreuzigt sein kann. Das hatte er verstanden. Hat aber dann das Kunstwerk vollbracht, dass er gemeint hatte, die Übersetzungen im Neuen Testament bezögen sich nicht nur auf einen Tag vor der Kreuzigung, die Geschehnisse des Passa und so weiter, sondern auf mehrere Tage, weil er wiederum nicht begriffen hat, was hier in der Bibel geschrieben steht. Aber wir schauen uns das jetzt einmal an, in Johannes Kapitel 19 und in Vers 31. Die Idee, dass Christus an einem Freitag gekreuzigt sein soll, ist zunächst einmal aus dem Grunde schon verkehrt, weil dann Christus nicht 3 Tage und 3 Nächte im Grabe gelegen haben könnte. Wer sagte, er würde 3 Tage und 3 Nächte im Grabe liegen, aber von Freitag bis Sonntag ergibt sich keine 72 Stunden. Er ist aber auch deshalb verkehrt, weil es hier gar nicht um den Freitag geht. Es heißt hier in Johannes 19, Vers 31, weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag. Da baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden, aber als sie dann an Christus kamen, dann wurde Christus durch einen Soldaten getötet und so wurden seine Beine nicht gebrochen. Nun, einige lesen das hier und sagen, das bezieht sich hier also auf den Freitag. Der Freitag war der Kreuzigungstag, denn der darauffolgende Tag war ja dann der Sabbat, der wöchentliche Sabbat.
Das Problem ist nur, dass es hier gar nicht um den Freitag geht. Es geht auch nicht um einen wöchentlichen Sabbat. Es heißt hier, weil es Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag. Es geht hier um einen jährlichen Festtag, genau genommen den ersten Tag der ungesäuerten Brote, der eben auch ein Sabbat war. Dieser Sabbat fiel in der Kreuzigungswoche auf einen Donnerstag, sodass Christus also vor Beginn des Donnerstags, und zwar am Mittwoch, gekreuzigt wurde. Christus wurde am Mittwoch gekreuzigt und ist dann am Samstag, 3 Tage und 3 Nächte später, zu Sonnenuntergang auferweckt worden. Es geht also hier nicht um den wöchentlichen Sabbat, es geht hier um den jährlichen Sabbat, der ein hoher Festtag war. Interessant ist auch, dass einige dies verstehen. Zum Beispiel, ich habe hier die neue King James Bibel niedergeschrieben, und zwar in der Randbemerkung heißt es dort, dass sich Johannes 19, Vers 31 auf den ersten Tag der ungesäuerten Brote bezieht. Also keineswegs auf den wöchentlichen Sabbat, sondern auf den ersten Tag der ungesäuerten Brote. Und die geben sogar die Parallelstelle hier an. 2. Mose 12, Vers 16. Und wenn wir uns 2. Mose 12 und Vers 16 anschauen, sehen wir, dass dies eine Stelle ist, die sich auf den ersten Tag der ungesäuerten Brote bezieht. Sodass es hier also gar nicht um den wöchentlichen Sabbat geht, sondern es geht eben um den jährlichen Sabbat, den ersten Tag der ungesäuerten Brote. Und wenn man das verstehen wollte und würde, wäre es klar, dass die ganze Ostertradition von Karfreitag bis Ostersonntag auf nichts weiterem beruht, auf einer heidnischen Vorstellung. Es gab nämlich heidnische Sonnengötter, wie zum Beispiel den persischen Sonnengott Mithra, der an einem Freitag angeblich gekreuzigt worden ist, der an einem Sonntag angeblich auferweckt worden ist. Und da haben die Heiden dies dann nachher auf Christus angewandt und die katholische Kirche hat sich sehr gut darauf verstanden, heidnisches Gedankengut in das sogenannte Christentum hinein zu transponieren. Aber nichts davon steht in der Bibel, alles dies steht im krassesten Gegensatz zu dem, was die Bibel lehrt. Schauen wir uns nun eine Stelle in Hebräer Kapitel 4 an. Hebräer Kapitel 4 und in Vers 9. Hebräer Kapitel 4 und Vers 9. Eine Stelle, die wir häufig zitieren, um zu zeigen, dass der wöchentliche Sabbat noch zu halten ist von Gottes Volk. Auch hier hat das Luther natürlich nicht so übersetzt, wie er es hätte übersetzen wollen. Luther war ja bekannt dafür, dass er manchmal seine eigenen Ideen in seine Übersetzungen hineinfließen ließ. Und so hat auch er hier bewusst, meine ich, dies nicht richtig übersetzt. Luther hatte nämlich einmal erkannt und gesagt, dass die Waldenser, die zum Beispiel den Sabbat hielten, die besseren Argumente hätten. Dass man, wenn man der Bibel folgen würde, müsste man den Sabbat halten. Aber er hat dann gesagt, aber um eine unnötige Aufregung im Volk zu vermeiden, sollte es bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben. Und so hat er auch hier übersetzt in Hebräer Kapitel 4 und Vers 9, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Interessant ist nur, dass im Griechischen für das Wort Ruhe das Wort Sabbaton steht, was Sabbatruhe bedeutet. Richtig übersetzt sollte es also dann heißen, es ist also noch eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Aber auch damit nicht genug. Noch richtiger übersetzt heißt es, so steht also noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes aus. Oder, man kann auch übersetzen, also bleibt dem Volk Gottes eine Sabbatruhe übrig. Die Lamsa-Bibel übersetzt, es ist von daher nach wie vor die Pflicht des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten. Und so sollte die Stelle übersetzt werden. Das ist genau das, was Paulus hier beschreibt. Es ist nach wie vor eine Verpflichtung des Volkes Gottes, den Sabbat, den wöchentlichen Sabbat zu halten. Und wenn man zum Volk Gottes gehören will, dann hat man diese Verpflichtung. Und wer dies ablehnt, der sagt damit eigentlich aus, dass er nicht zum Volk Gottes gehören will. Aber in dieser Stelle hier im Hebräerbrief geht es um noch mehr. Denn zunächst einmal beschreibt Paulus das zukünftige Millennium. Er beschreibt die Zeit, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird, für 1000 Jahre. Und wir, die wir berufen sind und die Wahrheit erkennen, haben das Privileg, wie die Offenbarung uns sagt, für 1000 Jahre mit und unter Christus zu herrschen. Schauen wir uns an, Hebräer Kapitel 4 und Vers 1, da heißt es nämlich, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen.
Denn es ist auch uns verkündigt, wir jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nicht, er spricht jetzt von den alttestamentlichen Israeliten, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, glauben wir? Das ist die Frage. Glauben wir wirklich, was Gottes Wort sagt? Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig, denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebenten Tag, dem Sabbat, und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Denn da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen er es zuvor verkündigt hat, nichts dahin kommen sind oder gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie er eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Interessant ist, dass in allen diesen Fällen für das Wort Ruhe nicht das Wort Sabbatismus gebraucht wird, sondern ein ganz anderes Wort. Es geht also nicht um die Ruhe des Sabbats, was hier hauptsächlich beschrieben steht, sondern es geht um die Ruhe des Millenniums, die noch kommen wird, diese tausendjährige Ruhe. Aber wir sehen hier, wie der Sabbat, der wöchentliche Sabbat, mit dem tausendjährigen Sabbat, wenn man das so sagen will, verglichen wird. Wir sehen also hier in Hebräer Kapitel 4, dass es um einen Zusammenhang geht zwischen der wöchentlichen Sabbatruhe und dem tausendjährigen Sabbat, wenn man dies so sagen will, der tausendjährigen Ruhe, wenn Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird, wo eben der Teufel keinerlei Macht mehr haben wird über die Menschen zu der dann zukünftigen Zeit. Auch hier sehen wir wiederum, wie sich der wöchentliche Sabbat und die jährlichen Sabbate zusammen ergänzen. Man kann nicht das eine tun und das andere ablehnen. Und wir sehen dies auch noch deutlicher im Hesekiel-Buch, Hesekiel Kapitel 22. Hesekiel Kapitel 22 und zunächst einmal in Vers 8. Hesekiel 22 und Vers 8. Und wenn wir jetzt verstehen, dass das Wort Sabbat sich auf den wöchentlichen Sabbat als auch den jährlichen Sabbat beziehen kann, dann wird hier sehr viel deutlicher, was Hesekiel uns eigentlich sagt. Hesekiel Kapitel 22 und Vers 8. Er schreibt, du verachtest, was mir heilig ist und entheiligst meine Sabbate. Plural. Es geht nicht hier nur um den wöchentlichen Sabbat. Es geht auch um die jährlichen Festtage. Sowohl der wöchentliche Sabbat als auch die jährlichen Festtage sind Gott heilig. Und wenn wir sie uns weigern zu halten, dann entheiligen wir seine Sabbate. Vers 26. Er sagt, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied. Lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen zu. So werde ich unter ihnen entheiligt. Also wer vor Gottes Sabbaten, Plural, seine Augen verschließt, entheiligt Gott. Und wir möchten nicht in einer Situation stecken, wo wir schuldig sind, Gott zu entheiligen. Aber Gott sagt genau das. Seine Priester, diejenigen, die es besser wissen sollten, entheiligen ihn dadurch, dass sie nicht lehren, was Gottes Gesetz sagt, und uns einreden wollen, dass Gottes heilige Tage, der wöchentliche Sabbat, die jährlichen Festtage, nicht mehr heilig seien. In Jesaja Kapitel 58. Jesaja Kapitel 58. Die Verse 13 und 14. Jesaja 58, die Verse 13 und 14. Hier geht es um die Sabbatheiligung des wöchentlichen Sabbats. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was wir gerade im Buch Hesekiel gelesen haben, dann lesen wir, dass die Beschreibung dieses Tages nahezu identisch ist mit den jährlichen Sabbaten. Bei Gott gibt es da keinen Unterschied. Und er sagt hier in Jesaja 58 und Vers 13, wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst
und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst, nicht deine Geschäfte treibst, kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn, und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat es geredet. Gottes wöchentlicher Sabbat wird als ein heiliger Tag bezeichnet. Aber das Gleiche gilt eben auch für Gottes jährliche Festtage, die ebenfalls heilige Tage sind in Gottes Augen und die eben auch heilige Tage in unseren Augen sein sollten. Gott ändert sich nicht. Wir lasen, dass er sehr erbost war über die Priester, die sich nicht bereit erklärten, das Gesetz Gottes zu lehren, die keinen Unterschied machten zwischen rein und unrein, wozu auch rein und unreine Speise gehört. Und die eben auch nicht lehrten, dass der Sabbat und die jährlichen Festtage weiterhin zu halten seien. Und ganz ehrlich gesagt möchte ich nicht in der Haut eines Predigers stecken, der so etwas lehrt. Denn die werden durchaus vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie lehren, wenn sie etwas Falsches lehren. Hesekiel Kapitel 44 gibt uns eine weitere Stelle. Hesekiel 44 und die Verse 23 bis 24. Hesekiel 44, die Verse 23 bis 24. Denn in der Zukunft wird es dazu kommen, dass die wahren Diener Gottes ganz allgemein, wie heute schon, der Menschheit die Wahrheit lehren werden. Heute gibt es nicht allzu viele, die das tun. Die meisten vielleicht deshalb nicht, weil sie die Wahrheit selbst nicht kennen. Andere, weil sie sich der Wahrheit Gottes schämen. Aber hier wird gesagt, was im Millennium, während der Zeit, wenn Christus hier auf Erden herrschen wird, was dann gelehrt werden wird. Hesekiel 44, die Verse 23 und 24. Da heißt es, sie sollen mein Volk lehren, dass es zu unterscheiden wisse zwischen Heiligem und Unheiligem und zwischen Reinen und Unreinem. Und wenn eine Streitsache vor sie kommt, sollen sie Richter sein und nach meinem Recht das Urteil sprechen und sollen bei allen meinen Festen meine Gebote und Ordnungen halten und meine Sabbate, Plural, heiligen. Dies wird in der Zukunft der Fall sein. Das ist heute leider nicht der Fall in den meisten Fällen. Es gibt noch eine weitere interessante Stelle. Zurückkehrend jetzt zu 2. Mose Kapitel 31. Die Stelle hatten wir eben schon gelesen im Hinblick auf den wöchentlichen Sabbat, aber wenn man es genau hier sich durchliest, stellt man auch wieder fest, dass sowohl von dem wöchentlichen Sabbat als auch von den jährlichen Sabbaten die Rede ist. 2. Mose Kapitel 31, lesen wir die Verse 14 bis 16. Dies behandelt eindeutig den wöchentlichen Sabbat. Da heißt es, darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat, völlige Ruhe, heilig dem Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattage, der soll des Todes sterben. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. Das bezieht sich hier auf den wöchentlichen Sabbat. Aber jetzt schauen wir uns einmal in Vers 13 etwas an. In Vers 13 in 2. Mose 31 heißt es nämlich zunächst einmal bei Luther, sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat. Aber im Hebräischen heißt es, sagt den Israeliten, haltet meine Sabbate. Plural. Es geht also nicht nur um den wöchentlichen Sabbat, obwohl der nachher ganz besonders erwähnt wird. Es geht hier auch um die jährlichen Festtage. Haltet meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Sowohl der wöchentliche Sabbat als auch die jährlichen Festtage sind ein Zeichen zwischen uns und Gott, sodass wir erkennen können, wenn wir sie halten, dass uns Gott heiligt. Schauen wir uns nun Hesekiel Kapitel 20 an, das uns zeigt, was geschieht, wenn wir die jährlichen Festtage nicht heilig halten. Hesekiel Kapitel 20 und Vers 10. Hesekiel 20 und Vers 10 und so dann Vers 12 bis 13 und 19 bis 20. Hesekiel 20, Vers 10. Und als ich sie aus Ägyptenland geführt und in die Wüste gebracht hatte,
Da gab ich ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält, Vers 11, jetzt Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, Plural, zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Schauen Sie, Gott hat uns seine Sabbate gegeben, den jährlichen oder die jährlichen Festtage, sowohl als auch den wöchentlichen Sabbat, damit wir erkennen können, dass uns Gott heiligt. Nun, wir erkennen dies dadurch, dass wir zu einem heiligen Zweck ausgesondert sind, wenn wir diese Tage halten, weil nämlich die anderen Menschen, die meisten Menschen heute um uns herum, die Tage eben nicht halten. Und so lesen wir in Vers 13, aber das Haus Israel war mir ungehorsam, auch in der Wüste. Und sie lebten nicht nach meinen Geboten. Und sie verachteten meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Und sie entheiligten meine Sabbate sehr. Also nicht nur den wöchentlichen Sabbat, auch die jährlichen Festtage. Und da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten in der Wüste und sie ganz und gar umzubringen. Vers 19, im gleichen Kapitel. Ich bin der Herr, euer Gott. Nach meinen Geboten sollt ihr leben, meine Gesetze sollt ihr halten und danach tun, und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Also auch hier sehen wir wiederum, dass die Sabbate, also die jährlichen Festtage, sowie als auch der wöchentliche Sabbat, Zeichen sein sollen zwischen uns und Gott, sodass wir erkennen, dass Gott unser Gott ist. Diejenigen, die sich weigern, den wöchentlichen Sabbat zu halten und die jährlichen Festtage, haben eben kein Zeichen, das beweist, dass der wahre Gott ihr Gott ist. Wie ich sagte, sowohl der wöchentliche Sabbat als auch die jährlichen Sabbate sind ein Zeichen, das uns identifiziert, das uns den Menschen gegenüber identifiziert, das uns Gott gegenüber identifiziert. Nun, wie steht es mit Jesus Christus? Hat Jesus Christus, als er hier auf Erden war, die jährlichen Festtage gehalten? Oder hat er diese jährlichen Festtage abgeschafft, wie so einige behaupten? Schauen wir uns zunächst einmal an in Johannes Kapitel 2. Und in Vers 13. Johannes Kapitel 2 und Vers 13. Eine sehr berühmte Stelle natürlich. Das heißt, das Passafest der Juden war nahe. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Warum steht hier das Passafest der Juden? Und zwei mögliche Erklärungen. Zunächst einmal waren es damals die Juden, das waren die einzigen, die überhaupt das Passafest noch hielten. Sonst hielten scheinbar die Israeliten, die irgendwo verstreut jetzt lebten, das Passafest nicht mehr. Das war ja auch ein Grund dafür, dass sie überhaupt in die Gefangenschaft geführt worden waren, weil sie eben sich geweigert haben, Gottes Gesetze zu halten, inklusive den Sabbat und die jährlichen Festtage. Und wer weiß heute nebenbei gesagt, wo sich die modernen Israeliten befinden, der versteht auch, dass heute die modernen Israeliten, und ich rede nicht von den Juden, die jährlichen Festtage ebenfalls nicht mehr halten. Das moderne Haus Israel befindet sich heute in Amerika, in Großbritannien, in Australien, in Neuseeland, in Kanada, in anderen englischsprachigen Ländern. Und wo wird dort das Passa von der sogenannten christlichen Welt gehalten? Nahezu von niemandem. Und so dann ist es aber auch so, dass die Juden damals so einiges hinzugetan hatten, was das Passafest anbelangte, was nicht in der Bibel steht. Und so heute haben wir auch sehr viele Traditionen im Judentum, die nicht mit dem übereinstimmen, was die Bibel sagt. Und so wird also hier gesagt, das Passafest der Juden war nahe, aber gleichwohl war es das Passafest, das Jesus Christus hielt. Er hielt das Passafest nach den göttlichen Vorschriften, nicht unbedingt nach den jüdischen. Aber wir sehen, er hielt es. Wir lesen auch in Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22, angefangen Vers 1. Es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Damals wurde das gesamte Fest der ungesäuerten Brote, die ganzen 7 Tage, oder sogar dann auch 8 Tage mit dem Passa zusammen, als Passa bezeichnet. Und es heißt dann in Vers 2, die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn töten könnten, denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Und dann lesen wir, dass Satan in Judas einfuhr und ihn dann dazu animierte, Christus zu verraten. Vers 7. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Und dann heißt es später in Vers 14,
Als die Stunde kam, da setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, Vers 15, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, bevor ich leide. Einige behaupten, dass Christus das Passah nicht gehalten habe in jener Woche. Aber hier wird deutlich gesagt, dass er es gehalten hat an dem Abend. Und wie wir jetzt wissen, war dies der Abend vor seiner Kreuzigung. Er wurde am Mittwoch gekreuzigt. Man könnte heute nach unserer heutigen Zeitrechnung sagen, es war dies also Dienstagabend. Aber die Tage begannen ja und endeten ja mit Sonnenuntergang. Und an diesem Abend hat er das Passah gegessen, das Passahlamm, und hat dann die Symbole verändert von dem Passahlamm hin zu Brot und Wein und ist dann am Mittwoch gekreuzigt worden und war dann 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Schauen wir uns auch Johannes Kapitel 7 an und sehen wir, dass Christus zum Beispiel das Laubhüttenfest gehalten hat. Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Und nicht nur das Laubhüttenfest, sondern sogar auch den letzten großen Tag, der 8. Tag, der dem Laubhüttenfest folgt. Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, da trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Schauen Sie, der letzte große Tag beschreibt eine Zeit, wenn allen Menschen die Gelegenheit gegeben wird, zu Christus zu gelangen. Alle Menschen, die zum Beispiel bis jetzt gelebt haben, die bis zur Auferstehung oder zur Wiederkunft Jesu Christi leben werden und die nie etwas von Christus gehört haben, die vielen, die anderen Glaubensrichtungen anhangen, die werden die Gelegenheit erhalten. Dann werden sie die Gelegenheit erhalten. Und so sagt Christus hier, wen da dürstet am letzten Tag des Festes, der komme zu mir und trinke. Denn wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Heute beruft Christus nur wenige in diesem Zeitalter, weil die meisten Menschen heute gar nicht willens wären, den wahren Weg Gottes zu gehen. Aber es wird die Zeit kommen, wenn er alle Menschen beruft, wenn er allen Menschen die Gelegenheit geben wird. Wenn es Satan nicht mehr geben wird, der uns dann verführen wird. Er wird zwar noch existieren, aber er wird keine Macht mehr haben über die Menschen. Wir sehen also auch hier wiederum, dass Jesus Christus sogar den letzten großen Tag, der dem Laubhüttenfest folgt, gehalten hat. Wie steht es mit der neutestamentlichen Kirche? Einige mögen sagen, ja nun gut, Christus hat es noch gehalten, weil der war ja noch nicht gestorben. Aber mit seinem Tod wurde alles abgeschafft. Ist das wahr? Wenn das der Fall wäre, dann würde ja die neutestamentliche Kirche die jährlichen Festtage nicht mehr gehalten haben. Wir sehen aber, dass die neutestamentliche Kirche nach wie vor die jährlichen Festtage hielt. 1. Korinther, Kapitel 5. 1. Korinther, Kapitel 5 und die Verse 6 bis 8. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde zu Korinth, einer heidnischen, wenn man so sagen will, Gemeinde, also einer Gemeinde von Christen, die aus dem Heidentum gekommen ist, das waren also keine Juden. Er schreibt denen über die Tage der ungesäuerten Brote. Und er schreibt zu denen in 1. Korinther 5 und Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Sie waren deshalb ungesäuert, weil sie den Sauerteig im buchstäblichen Sinne weggeschafft hatten für die Tage der ungesäuerten Brote. Und jetzt fährt er fort zu sagen, denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern. Es geht hier um das Fest, das Fest der ungesäuerten Brote. Darum lasst uns das Fest feiern. Nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Es geht nicht nur darum, dass man den Sauerteig physisch entfernt. Wir sollen auch ein ungesäuerter Leib werden in Lauterkeit und Wahrheit. Aber nach wie vor sehen wir hier, dass Paulus klar und deutlich macht, dass die Tage der ungesäuerten Brote weiterhin gehalten wurden. Wir lesen auch eine interessante Stelle in Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte Kapitel 12 und die Verse 3 und 4. Apostelgeschichte 12, die Verse 3 und 4. Hierzu muss man wissen, dass Lukas die Apostelgeschichte an einen Heiden schrieb, an Theophilus. Der war ein Heide, der zum Christentum sich bekehrt hatte. Der hatte also keinerlei Hintergrundinformation über das, was die Juden so getan hatten.
Er konnte also nicht verstehen, wenn er zum Beispiel der Lukas, wenn der irgendwie etwas über das Judentum geschrieben hätte, was nicht mehr gültig sei. Aber es geht hier darum, dass nach wie vor, was er hier schreibt, gültig war. Und so schreibt er hier in Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 3 und 4. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Und er fängt nicht an, hier jetzt groß und deutlich zu erklären, worum es sich dabei gehandelt hat. Der Theophilus, der wusste, was die Tage der ungesäuerten Brote waren, denn er hielt sie selbst. Sie waren nach wie vor gültig. Das heißt in Vers 4, als er ihn nun ergriffen hatte, da warf er ihn ins Gefängnis und er beantwortete ihn 4 Wachen und je 4 Soldaten, ihn zu bewachen, denn er gedachte ihm nach dem Fest vor das Volk zu stellen, nach dem Fest der Tage der ungesäuerten Brote. Es geht hier also darum, dass nach wie vor diese Tage gehalten wurden. Apostelgeschichte 20 und Vers 6, da findet sich eine weitere Stelle, die sich auf die Tage der ungesäuerten Brote bezieht. Auch hier schreibt Lukas etwas sehr Interessantes, was wenig sinnvoll wäre, wenn der Theophilus, an den er hier diesen Bericht schrieb, keine Ahnung davon gehabt hätte, was eigentlich die Tage der ungesäuerten Brote waren. Aber er schreibt hier, wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am 5. Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort 7 Tage. Wenn Sie jemanden in Amerika schreiben würden, wir haben also heute hier in Deutschland das Brezelfest gehalten, würde kein Mensch drüben verstehen, wovon die Rede ist. Davon haben die noch nie etwas gehört. Der Theophilus hätte keine Ahnung gehabt, worum es hier ging, wenn er nicht gewusst hätte, dass die Tage der ungesäuerten Brote als eine der 7 Festtage nach wie vor zu halten seien. Und deswegen konnte Lukas auch eine Bezeichnung hier einflechten lassen, die natürlich für Theophilus klar und deutlich verständlich war. Aber nicht nur das, wir wissen alle, oder wissen wir es, dass natürlich die neutestamentliche Kirche das Pfingstfest gehalten hat. Eines der 7 Tage der Feste Gottes. Apostelgeschichte Kapitel 2 und Vers 1. Natürlich haben sie es gehalten, denn an diesem Tage wurde ihnen der Heilige Geist gegeben. Wenn sie diesen Pfingsttag nicht gehalten hätten, hätten sie den Heiligen Geist gar nicht erlangt. So lesen wir Apostelgeschichte 2 und Vers 1. Als der Pfingsttag gekommen war, da waren sie alle an einem Ort beieinander. Warum? Christus war gestorben, Christus war auferstanden. Wenn Christus die jährlichen Festtage abgeschafft hätte, warum waren sie alle an einem Ort beieinander zum Pfingstfest? Natürlich deshalb, weil sie Pfingsten hielten. Es war ein jährlicher Festtag und es war eine heilige Versammlung, die geboten war. Und so waren sie an einem Ort beieinander und dann lesen wir natürlich, dass sie jetzt erfüllt wurden vom Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 20, viel später, wird wiederum uns gezeigt, dass das Pfingstfest nach wie vor von der frühtestamentlichen Kirche gehalten wurde. Denn heute hält die sogenannte christliche Welt auch ein Pfingstfest, das sich aber sehr von dem biblischen Pfingstfest unterscheidet, das an und für sich gar nichts gemein hat mehr mit dem Pfingstfest der Bibel. Ein Pfingstfest wird gehalten, das total aus dem Heidentum herrührt, mit heidnischen Symbolen, heidnischen Riten. Und es ist rein zufällig, dass es den Namen Pfingsten trägt. Aber hier lesen wir über das wahre Pfingstfest in Apostelgeschichte 20 und in Vers 16. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren, denn er eilte am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Er wollte Pfingsten in Jerusalem halten, wenn es ihm möglich wäre. Wenn er aber nicht nach Jerusalem gekommen wäre, hätte er gleichwohl das Pfingstfest gehalten. Nur er wollte hier ganz besonders das Pfingstfest in Jerusalem halten, wie zum Beispiel wir manchmal, wenn wir Feste in Amerika feiern. Einige Deutsche wollen gerne die Feste in Amerika halten. Aber wenn sie nicht nach Amerika kommen könnten, würden sie die Feste nach wie vor hier halten. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass der Paulus das Pfingstfest oder hier die jährlichen Tage nicht gehalten hätte, wenn er nicht in Jerusalem angekommen wäre. Einige meinen, dass es nur in Jerusalem zu halten war. Totaler Unfug. Und so lesen wir also hier wiederum, dass das Pfingstfest gehalten wurde. Wir lesen noch eine weitere Stelle in Apostelgeschichte 27 und in Vers 9. Auch hier etwas verschleiert in der Luther-Übersetzung, aber klar und deutlich, sogar in der Luther-Übersetzung wird hier eine Anmerkung gemacht. Apostelgeschichte 27 und Vers 9. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war,
ermahnte sie Paulus. Und er sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird und so weiter und so fort. Und er hat sie also irgendwie bewegen wollen, nicht zu fahren, aber die Seeleute wussten das besser. Es geht hier um die Fastenzeit. Es geht nicht um eine Fastenzeit, wie sie heute von der sogenannten christlichen Welt gehalten wird nach Karneval, dem Zeitpunkt der Ausschweifungen vor Ostern. Die Fastenzeit, von der hier die Rede ist, ist der Versöhnungstag. Und in meiner Anmerkung hier in der revidierten Lutherbibel wird auch als Zitat 3. Mose 16, Vers 29 angegeben. Eine Stelle, die sich mit dem Versöhnungstag beschäftigt. Was Paulus hier sagt, oder was Lukas hier sagt, ist: Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch der Versöhnungstag schon vorüber war, ermahnte sie Paulus. Hier wiederum wird deutlich gemacht, der Versöhnungstag war etwas, was Theophilus kannte. Er kannte es, weil eben dieser Tag nach wie vor gehalten wurde. Und wie wir ja gesehen hatten, war der Versöhnungstag der Tag, an dem gefastet werden sollte. Der einzige Tag der jährlichen Festtage, wo ein Fasten vorgeschrieben ist. Wir lesen noch eine weitere Stelle in Judas. In Vers 12, Judas hat ja nur ein Kapitel, Judas, der Halbbruder, einer der Halbbrüder von Jesus Christus. Jakobus war ein Halbbruder Jesu Christi und so war auch Judas ein Halbbruder Jesu Christi. Die werden ja beide namentlich erwähnt als Brüder Jesu Christi. Einige meinen, Christus habe keine Brüder gehabt und lehnen auch damit wiederum den Bericht der Bibel klar ab. In Judas 12 lesen wir über Menschen, die zwar die Festtage hielten, mit der wahren Kirche, aber in unrichtiger Weise. Und es heißt hier, sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen. Nun, das ist ein sehr interessantes Wort, Liebesmahlen, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Die prassen ohne Scheu, die weiden sich selbst, die sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben, entwurzelt. Menschen, die scheinbar die unversehbare Sünde begangen haben, die sind zweimal abgestorben. Aber die waren mit den wahren Christen zusammen, irgendwie. Das Wort Liebesmahl ist eine Übersetzung des Wortes Agape. Das Wort Liebe ist das griechische Wort Agape, was göttliche Liebe bezeichnet. Es gibt drei Worte im Griechischen, die mit Liebe übersetzt werden. Brüderliche Liebe und dann die allgemeine Liebe und hier die Liebe Gottes, Agape. Das waren Menschen, die die Feste Gottes, die Feste der göttlichen Liebe hielten, aber nicht in richtiger Weise. 1. Johannes 5 und Vers 3 sagt uns, das ist die Liebe Gottes, Agape, dass wir seine Gebote halten. Und eins der Gebote ist eben, dass wir die jährlichen Festtage halten. Aber wir müssen es auch in richtiger Weise tun. Diese Menschen hier hielten zwar die jährlichen Festtage, aber eben in falscher Weise, die da geprasst haben, die da Wolken ohne Wasser waren, die da unfruchtbare Bäume waren, die keine Frucht brachten, die sich weigerten, Frucht zu bringen. Wir haben also gesehen, dass die Festtage bereits im Alten Testament lange vor dem Opfergesetz in Kraft traten. Wir haben gesehen, dass Jesus Christus die Festtage gehalten hat. Wir haben auch gesehen, dass im Millennium, wenn wir uns auf die Stellen in Jesaja und Hesekiel konzentrieren, diese Festtage gelehrt werden würden. Aber schauen wir uns jetzt auch noch weitere Stellen an, die uns zeigen, dass im Millennium in der Zukunft die jährlichen Festtage nach wie vor gehalten werden. Jesaja Kapitel 30. Jesaja Kapitel 30 und die Verse 27 bis 29. Jesaja Kapitel 30 und die Verse 27 bis 29. Es geht hier um die Wiederkunft Jesu Christi, also die Zukunft, die uns, möchte ich sagen, unmittelbar bevorsteht. Da heißt es: Siehe, des Herrn Name kommt von ferne. Sein Zorn brennt und mächtig erhebt er sich. Seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge wie ein verzehrendes Feuer. Der Tag des Herrn, der Tag des Grimms, des Zornes Gottes wird hier beschrieben. Unmittelbar die Wiederkunft Christi vorhergehend und vorausgehend. Vers 28: Und sein Odem wie eine Wasserflut, die bis an den Hals reicht, zu schwingen die Völker in der Schwinge des Verderbens. Und er wird die Völker mit einem Zaum in ihren Backen hin und her treiben. Vers 29, da werdet ihr singen wie in der Nacht des heiligen Festes und euch von Herzen freuen, wie wenn man mit Flötenspiel geht zum Berge des Herrn,
zum Hort Israels. Es geht natürlich um die Gerechten, die geplagt worden sind von den Ungerechten. Und die werden sich natürlich jetzt freuen, wenn Christus zurückkommt, um ihnen Erlösung zu bringen. Aber interessant ist, was hier gesagt wird. Dann werdet ihr singen wie in der Nacht des heiligen Festes. Was für ein heiliges Fest ist hier gemeint? Es gibt nur zwei Gelegenheiten, wo man in der Nacht zusammenkommt. Das eine ist, was viele von uns gestern getan haben, die Nacht des Wachens, die ja den ersten Tag der ungesäuerten Brote einleitet. Man liest das im 2. Buch Mose, Kapitel 12 und Vers 42. Oder es kann sich um den Eröffnungsabend im Zeitpunkt des Laubhüttenfestes drehen. Wenn wir uns zum Laubhüttenfest, aber schon an dem Abend, wenn das Laubhüttenfest beginnt, versammeln. Und auch da findet sich eine Stelle in Psalm 134 und Vers 1, die uns dies sagt. Aber hier wird darauf hingewiesen, dass sogar noch im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi Menschen die Nacht des heiligen Festes halten werden. Das wäre sonderbar, wenn die heiligen Feste schon seit über fast 2000 Jahren abgeschafft wären. Schauen wir uns auch eine Stelle in Hesekiel Kapitel 45 an. Hesekiel 45 und Vers 21. Diese Stelle bezieht sich auf eine Zeit, wenn es im Millennium wieder einen Tempel geben wird. Und schauen wir uns an, was dann geschehen wird. Hesekiel 45 und Vers 21. Da heißt es, am 14. Tag des ersten Monats sollt ihr das Passa halten und 7 Tage feiern und ungesäuertes Brot essen. In der Zukunft. Das ist sehr interessant, wenn in der Zwischenzeit alles abgeschafft worden wäre. Und wenn in der Zukunft alles das wieder neu eingeteilt wird und errichtet wird, Hesekiel 46 und Vers 9. Hesekiel 46 und Vers 9. Wenn das Volk des Landes vor den Herrn kommt an den Feiertagen. Auch hier geht es wiederum um die jährlichen Feiertage, die dann wiederum gehalten werden. Schauen wir uns nun eine Stelle im Buch Nahum an. Das ist eine Stelle, die man vielleicht ein bisschen suchen muss. Das Buch Nahum ist nicht unbedingt ein Buch, das man so jeden Tag aufschlägt. Es findet sich im Alten Testament vor dem Buch Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Maleachi. Und wenn Sie es gefunden haben, dann lesen wir mit mir Nahum Kapitel 2 und Vers 1. Nahum Kapitel 2 und Vers 1. Im Englischen ist es Nahum 1 und Vers 15. Da heißt es, siehe auf den Bergen die Füße eines guten Boten, der da Frieden verkündigt. Feiere deine Feste, Juda. Und wie ich sagte, wir sind heute geistliche Juden. Eine direkte Ermahnung, eine direkte Aufforderung, ein direkter Befehl an uns, wahre Christen, feiere deine Feste, Juda, und erfülle deine Gelübde. Denn es wird der Arge nicht mehr über dich kommen, er ist ganz ausgerottet. Wer ist dieser Arge? Oder andere übersetzen, wer ist dieser Böse, der Ungerechte? Nun, die Bibel zeigt uns, dass es in der nahen Zukunft eine Persönlichkeit geben wird, die wird den Titel tragen, das Tier. Oder auch der falsche Prophet. Der Mensch der Ungerechtigkeit, wie der falsche Prophet genannt wird, der sich in den Tempel Gottes setzt, der von sich vorgibt, Gott zu sein. Der wahre Christen verfolgen wird. Das Tier wird eine schreckliche Zeit für wahre Christen einleiten. Ein Martyrertum, was es eigentlich noch nie in dieser grausamen Weise gegeben hat. Selbst die Inquisition wird verblassen im Hinblick auf das, was noch prophezeit ist. Aber es heißt hier, die Zeit wird kommen, wenn dieser Arge keinerlei Macht mehr haben wird über wahre Christen. Und gleichwohl ist eine Warnung vorhanden. Hosea Kapitel 9. Hosea Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Heute haben wir die Gelegenheit, in Frieden die wahren Feste Gottes zu feiern. Viele weigern sich es zu tun. Später würden es viele vielleicht gerne wollen und dann wird es zu spät sein. Hosea Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Da heißt es in Hosea 9, Vers 5, was wollt ihr dann in den Festzeiten und an den Feiertagen des Herrn tun? Es geht nach wie vor um Festzeiten. Es geht nach wie vor um die Feiertage des Herrn.
Aber was wird hier gesagt? Siehe, sie müssen fort, wegen der Verwüstung. Ägypten wird sie sammeln, Memphis sie begraben. Nesseln werden wachsen, wo jetzt ihr kostbares Silber ist, und Dornen in ihren Hütten. Vers 7, die Zeit der Heimsuchung ist gekommen, die Zeit der Vergeltung, dessen wird Israel inne werden. Die Juden, als auch das moderne Haus Israel. Es ist prophezeit, dass sie beide in die Verbannung, in die Versklavung gehen werden. Und zwar durch den Argen, diesen Bösen, das Tier. Und hier wird gesagt, dass die Zeit kommen wird, wenn sie vielleicht zur Besinnung kommen werden, aber nicht mehr in der Lage sein werden, die Festtage zu halten, weil sie eben versklavt sein werden. Dieses wird kommen, weil sich die Juden, weil sich die Israeliten, weil sich alle Menschen weigern, Gott zu gehorchen. Aber die Erkenntnis wird kommen. Wenn Christus zurückkommt, wenn er die Israeliten, die Juden aus der Sklaverei befreien wird, ins gelobte Land bringen wird, wie die Bibel uns sagt, dann wird auch das Laubhüttenfest zum Beispiel allgemein in aller Welt gehalten werden. Und schauen wir uns an, was geschehen wird, wenn es noch Menschen geben wird, die sich weigern werden, es zu halten. Im Buch Sacharja Kapitel 14 lesen wir die Verse 16 bis 19. Sacharja Kapitel 14 und die Verse 16 bis 19. Die Zeit wird kommen, wenn viele der heidnischen Völker gegen Jerusalem ziehen werden, um Jerusalem zu vernichten. Und es heißt hier aber in Vers 16, alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, Jesus Christus wird von Israel aus regieren, und um das Laubhüttenfest zu halten. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über das wird es nicht regnen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Wenn Gott dies als eine Sünde bezeichnet, wenn das die Heiden später nicht tun werden, so bezeichnet das als eine Sünde heute für die, die es besser wissen und es auch nicht tun. Und so sehen wir also, dass auch in der Zukunft das Laubhüttenfest gehalten werden wird und damit eben auch alle jährlichen Festtage, wie auch der jährliche oder wöchentliche Sabbat. Das bedeutet also, dass das Laubhüttenfest, sowohl wie auch die Tage der ungesäuerten Brote, sowohl als auch alle anderen jährlichen Festtage, sowohl in der Zukunft gehalten werden, als auch, dass sie von Jesus Christus gehalten worden sind und dass die neutestamentliche Kirche sie immer gehalten hat. Und wenn wir wahre Christen sein wollen, wenn wir zum Volk Gottes gehören wollen, dann haben auch wir die Verpflichtung heute, das Gleiche zu tun.